Hallo ihr Lieben, ich freue mich wieder da zu sein. Ich bin zurück aus der Sommerpause. Wir waren 5 Wochen in Deutschland unterwegs und auch so ein bisschen in Europa und kann euch sagen, es war wunderschön, aber ich freue mich auch wahnsinnig wieder hier in Portugal zu sein und freue mich wieder vor der Kamera zu sitzen. Ich war vor der Aufnahme sogar so ein kleines bisschen nervös, weil ich jetzt 5 Wochen kein Video gedreht habe, was boah, selten vorkommt. Aber ich glaube, die Sommerpause hat mir sehr, sehr, sehr gut getan, um neue Ideen zu sammeln, um neue Energie und Kraft zu schöpfen. Und ich kann auch sagen, es ist wieder einiges passiert in diesen 5 Wochen und da möchte ich euch jetzt ein bisschen auf den Laufenden halten. Erstens, mein Roadtrip nach Portugal. Wie ihr es vielleicht mitbekommen habt aus meinen Videos oder wenn ihr mir auch auf Instagram folgt, wir haben es dieses Jahr wieder so gemacht, dass einer mit dem Auto und dem Hund, unserem Hund Rover, nach Deutschland gefahren ist und der andere ist mit der Alma geflogen. Ich weiß, das ist überhaupt nicht nachhaltig und es ist auch das letzte Mal, dass wir das so gemacht haben, aber wir wollten den Rover nicht weggeben, irgendwie 5 Wochen lang in ein Hundehotel, aber mit einmal die Strecke zu fahren, das wäre einfach für sie echt eine Qual gewesen und deswegen haben wir das so gemacht. Und ich habe die erste Runde sozusagen absolviert und bin mit ihm von Portugal nach Deutschland, also die 2500 Kilometer in 4 Tagen und es war so schön. Ich wusste ja nicht, wie ich das finde, weil ich bin sehr, sehr, sehr schnell vom Autofahren genervt, aber die Zeit vorher war hier so viel los. Ich war eigentlich immer nur am Rumwuseln. Ich saß nie mal länger als 10 Minuten irgendwo und dann war es einfach so schön, einfach im Auto zu sitzen. Ich weiß, noch am ersten Tag bin ich ganz früh gestartet. Die Sonne ging so über der Landschaft auf und ich saß nur einfach da in der Stille 3 Stunden lang und es war so schön. Und dann hatte ich natürlich ganz viele Podcasts am Start, habe mich voll viel inspiriert, habe lange mit Freunden und Freundinnen telefoniert und so ging es echt total schnell vorbei. Ich habe die ersten Tage auch ehrlich gesagt immer nur an Hotels, in Hotels an Autobahnen übernachtet, damit es halt einfach schneller geht, weil ich wollte trotzdem keine Minute länger fahren. Und ehrlich gesagt, ich hatte auch irgendwie geplant, dass ich da noch schöne Ausflugsziele mir für den Mittag irgendwie zurechtlege, aber es war so heiß in Europa. Ich konnte meistens kaum aus dem Auto raus, um irgendwie kurz aufs Klo zu gehen, weil der Rover ja war ja im Auto und ist so schnell heiß geworden. Also musste ich immer echt gucken, hey, oh, wo ist vielleicht eine Raststätte mit ein bisschen Schatten, wo ich ihn mal kurz pinkeln lassen kann und schnell aufs Klo und dann ging die Fahrt weiter. Also haben wir es eigentlich immer am Stück so 6, 7, 8, 9 Stunden durchgezogen. Und Rover ist einfach der perfekte Autofahrer. Er hat viele kleine Issues, aber beim Autofahren, wow, der legt sich rein und pennt und gut ist. Und abends haben wir da lange Spaziergänge gemacht und ich glaube, wir sind auch richtig zusammengewachsen und es war ein mega, mega schöner Trip. Ich hatte auch viel Zeit zum Nachdenken, viel Zeit, mir neue Ideen auszudenken und ja, ich hatte wirklich so einen Impuls. Ich bin jetzt noch nicht die Erste, das weiß ich und vielleicht ist die Phase auch schon wieder vorbei, aber ich konnte nicht vorher anfangen, weil ich habe es nicht gefühlt und jetzt glaube ich aber, es ist Zeit für einen Podcast und ich habe auch eine Idee und ich hoffe, dass ich September, Oktober damit starte und ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Zweitens, mein Besuch bei Freunden. Also es war richtig schön. Es war dann eigentlich so, dass ich in Mainz meine erste Station hatte und da habe ich gleich für 3 Nächte eine Freundin besucht. Dann habe ich eine Freundin in Bremen besucht, dann in Stade. Dann hatten wir ein Mädelswochenende auf dem DAS, Freunde in Berlin besucht und das hat so gut getan, die alle mal wieder zu sehen und hat mir so viel Kraft gegeben, denn ich merke immer mehr, wie wichtig mir wirklich Freundschaften sind und dass ich meine Freunde in Deutschland sehr vermisse und dass es schon was anderes ist, sich zu sehen oder zu telefonieren. Ich versuche natürlich so gut wie möglich hier aus Portugal immer den Kontakt zu halten, aber es ist echt schon was anderes, wenn man sich sieht. Ja, es war einfach total schön und ganz ehrlich, ich glaube, wenn alle meine Freunde an einem Ort wohnen würden, dann wird es mir auch so schwer fallen, hier in Portugal zu sein, weil ich die alle extrem vermissen würde und wüsste, boah, wenn ich da hinziehen würde, wären sie alle da. Aber das Problem ist, sie wohnen überall in Deutschland und Europa. Und deswegen ist es echt interessant, dass das auch ein Punkt ist, warum uns das Auswandern so leicht gefallen ist, weil die Freunde auch überall wohnen. Und ich habe aber jetzt auch nach diesem Urlaub gemerkt, ich möchte noch mal viel mehr Energie in die Zeit mit Freunden stecken und wirklich mehr mit denen auch verreisen, sie öfters besuchen, um das wirklich zu pflegen, weil ich einfach weiß, es ist mir so wichtig und es gibt mir so viel. Und es war auch wirklich total cool, dass Paul mir ermöglicht hat, diese ganzen Trips und diese ganzen Besuche zu machen. Viele habe ich alleine gemacht, viele Freunde haben wir auch zusammen besucht und das war echt so ein Highlight.
die Freunde. Drittens, unser Jüst. Vielleicht seht ihr es, wenn ich schon den Namen Jüst sage, dann strahlen meine Augen. Ich liebe diese Insel. Es ist eine kleine Insel in der Nordsee und seit 9 Jahren fahren wir dahin. Ich war bestimmt schon 15 Mal da. Und ich gebe zu, dieses Jahr dachte ich zum ersten Mal, oh, ich weiß nicht, schon wieder Jüst. Und dann war ich da und das war das Wunderschönste, denn ich kenne da einfach alles. Ich kann da so gut runterkommen und mich entspannen. Es ist so eine schöne Atmosphäre. Es gibt halt keine Autos, sondern nur Pferdekutschen. Die Dünen, die Landschaft, der kleine Ort ist einfach wunderschön und es ist für mich der beste Ort zum Entspannen und Runterkommen. Alma liebt es auch total und es ist voll spannend, weil wir mit ihr jetzt auch schon jedes Jahr da waren und auch so wirkliche Entwicklungsschritte bei ihr sehen, wie immer alles besser und anders und auch leichter wird. Und dieses Jahr hat es sehr viel geregnet, aber also es hat in ganz Deutschland viel geregnet. Ich glaube, das brauche ich nicht erwähnen, das habt ihr alle mitbekommen. Und ihr werdet es alle gehasst haben. Und ich glaube, ich war die Einzige, die es schön fand, weil wir in Portugal halt so wenig Regen haben. Deswegen fand ich auch diese regnerischen Tage auf Jüst sehr schön, weil eigentlich waren wir jahrelang immer nur im Herbst und Winter, wo richtig scheiß Wetter war. Und im Sommer war mir das eigentlich immer ein bisschen zu sonnig, aber diesmal war es echt richtig, richtig cool. Wir waren leider nur einmal als Familie am Strand und das ist auch so ein bisschen der Nachteil, wenn man so ein Auswandererkind hat, das am Meer lebt. Das möchte da nicht mehr hin. Ich habe wirklich mit Engelszungen auf sie eingeredet. Komm Alma, das ist ein Strandkorb, wir gehen zum Meer. Nein, ich will nicht. Oh, und so haben wir viele andere schöne Sachen gemacht. Wir sind mit dem Fahrrad rumgefahren, wieder einen Tag über die Insel. Zum Flugplatz haben da Flugzeuge angeguckt. Dann zur Domäne Bill, so eigentlich das Highlight der Insel als Ausflugstipp. Und ja, sind viel Fahrrad gefahren, das hat hier voll Spaß gemacht. Waren am Fischchenteig, da werden immer so kleine Bötchen hin und her gesteuert. Und waren viel auf dem Trampolin und sind einfach rumgelaufen, haben die Pferdekutschen angeguckt. Und Jüst hat einen grandiosen Hundeplatz. Da war ich auch echt öfters, da konnte der Rover richtig gut sich austoben. Das war echt grandios. Was ich auch zum ersten Mal mit Alma da gemacht habe, eine Wattwanderung. Und das war auch so schön, die ist extra für Kinder. Und Alma hat zum ersten Mal so eine Krabbe in der Hand gehabt, richtig mutig. Ich hatte echt ein bisschen Angst, diese Krabbe auf die Hand zu nehmen. Und Alma, ja klar. Und ja, sie hat da total viel gelernt. Und ja, ich glaube, sie hat eine coole Zeit gehabt, wir hatten eine coole Zeit. Und der Rover hatte auch eine coole Zeit. Das war also echt schön. Und ich glaube, die allerschönsten Momente sind, und das mache ich jedes Jahr. Ich schaue, dass ich einmal zum Sonnenuntergang am Meer sitze, denn das ist einfach magisch. Das ist nochmal ganz anders als hier in Portugal, einfach ganz anders nochmal und auch wunderschön. Also Sonnenuntergang ist nicht gleich Sonnenuntergang. Was allerdings nicht so schön war, das war echt verrückt. Ich habe gleich nach der ersten Nacht in Deutschland einen Wahnsinnshusten bekommen. Und der hat sich eigentlich 5 Wochen durchgezogen. Zu dem Husten kam dann noch Schnupfen und Kopfschmerzen. Und ich frage mich echt, ob das daran liegt, dass ich einfach diese ganzen Keime nicht mehr gewohnt bin. Weil mein Freund hatte das auch. Freunde, die von Portugal den Sommer in Deutschland verbracht haben, hatten das auch. Also richtig seltsam. Und ja, auf Jüst waren wir auch schon krank und Berlin hat es uns dann aber so richtig erwischt. Also wir waren auch wieder eine Woche in Berlin und da haben wir ehrlich gesagt nicht viel gemacht. Also wir haben Freunde getroffen, die nach Italien ausgewandert sind. Wir haben ein paar organisatorische Sachen wieder geregelt. 2 Tage waren wir ehrlich gesagt nur in der Wohnung, haben rumgegammelt und waren ein paar Mal gut essen und hatten 2, 3 Termine in der Kinderwunschklinik, um da mal alles durchchecken zu lassen. Ich überlege auch, ob ich dazu mal wieder einen Follow-up drehen soll. Sagt gerne unten in den Kommentaren Bescheid. Ja, also unser Berlin-Aufenthalt war kurz, vielleicht ein bisschen zu kurz, aber ehrlich gesagt waren auch alle Freunde weg. Also nur so 2, 3 waren da, deswegen hat es dann auch irgendwie gepasst. Und zwischen unseren ganzen Stationen haben wir auch immer wieder unsere Eltern besucht und einmal der Zeit mit Oma und Opa und mit den Cousinen und Cousins. Und das ist natürlich auch für sie immer mega schön. Viertens, Tiersee. Ja, wir haben eigentlich seit 2 Jahren so bestimmte Rituale in unserem Aufenthalt. Das ist einmal Jüst, einmal Berlin, Eltern und Berge und Wald. Und ich war auch wieder 6 Tage am
Tierseerhof, im Tierseerhof. Ich betreue den Instagram-Kanal von Ihnen und da habe ich neues Videomaterial gemacht. Und das ist super schön, weil ich so 2 Tage meine Kreativität freien Lauf lassen kann und ja, so wirklich der Abtauch. Und dann kamen noch Alma und Paul dazu über meinen Geburtstag. Den habe ich in den Bergen verbracht. Paul hat mir wieder ein sehr schönes Geschenk gemacht. Es war okay. Er hat sich einen Ausflug überlegt. Wir waren in der Hexenwelt. Eigentlich ist es ganz schön. Man fährt mit der Gondel ganz weit hoch auf den Berg und da ist so eigentlich so ein Themenbereich. Also man kann von Hütte zu Hütte wandern und das Thema war Hexe. Also es gab eine Hexerutsche, eine Hexerei mit Hexen, die in der Küche standen und Kinder was erklärt haben. Aber wie ich schon gerade gesagt habe, Kindern, das war eher für Kinder und er dachte, ja, das mit Hexen könnte mich ja interessieren, weil in meiner Jugend habe ich mich ja auch für Hexen interessiert. Naja, sagen wir es mal so, es war voll der schöne Familienausflug. Für meinen Geburtstag hätte ich mir vielleicht was anderes gewünscht von ihm. Er müsste mich ja langsam kennen, nach 19 Jahren. Aber ich war dann voll schön noch Kaffee und Kuchen trinken, essen auf der Terrasse vom Tierseerhof mit der Alma. Das war richtig schön. Dann gab es noch eine Massage und ein lecker Abendessen und dann war es eigentlich auch voll der schöne Tag. Ich war auch da viel im Wald, viel draußen und ja, also neben Freunde ist Wald und Berge was, was ich auch wirklich, wirklich dolle vermisse. Rover. Der kleine Straßenköter hat es echt super mitgemacht. Ich muss sagen, die ersten 2, 3 Wochen war ich ein bisschen gestresst, weil er hatte die Angewohnheit, dass er an der Leine immer bellt, wenn er Hunde sieht. Und ich dachte immer, da will der hin und spielen. Und ich hatte hier in Portugal schon total viel Hundetraining gemacht, das hat alles nicht gefruchtet. Und dann habe ich gesagt, okay, in Berlin gehe ich nochmal zum Hundetraining, weil da sind ganz viele Hunde und da kann ich auch wirklich so am Beispiel probieren. Hier in Portugal war das immer eher so theoretisch. Ab und zu haben wir mal einen Hund getroffen. Aber ich hatte dann ein Hundetraining, ich kann es euch auch unten verlinken, es war Magic. Ich war da 2 Stunden auf dem Hundeplatz und neben dem Hundeplatz war ein Hühnergehege. Das war natürlich grandios, weil dann konnte Anna, die Trainerin, sich erstmal Rover angucken. Ich habe so viel über ihn gelernt, was er so für ein Typ ist. Mir war nicht bewusst, dass er wirklich so einen extremen Jagdtrieb hat und ich versuchen muss, diesen Jagdtrieb irgendwie ein bisschen zu bedienen, damit ja, das Bedürfnis gelegt wird. Und dann hat sie mir auch gesagt, oder wir haben herausgefunden, dass er gar nicht bellt, weil der spielen will, sondern der bellt einfach nur, weil er sich das irgendwann mal angewöhnt hat und denkt, er muss das. Und dann habe ich ganz viele tolle Übungen gezeigt bekommen, um erstmal seine Frustrationsgrenze runterzusetzen, dass er Dinge nicht macht, obwohl er den Impuls hat. Und ich trainiere jetzt mit ihm schon seit 3, 4 Wochen und es ist so viel besser geworden. Und oh, es ist einfach viel entspannter mit ihm. Und ich glaube, und Anna hat auch gemeint, ich werde ihn irgendwann mit zu den Alpakas nehmen können. Das wäre natürlich grandios. Ich fahre dahin, ich lasse den da los, dann kann er rumflitzeln. Und ja, das ist ein Traum. Und ich habe durch Anna jetzt echt so eine coole Bedienungsanleitung bekommen. Denn ich wusste die ganze Zeit, es liegt an mir. Ich mache irgendwas falsch. Aber ich wusste leider nicht, was, wie muss ich diesen Hund irgendwie anders behandeln oder wie muss ich mich anders verhalten. Und das hat mega geholfen. Die Alpakas. Ja. Die haben auch eine super Zeit gehabt, denen geht's gut. Das war für mich so ein großer Schritt, für den Sommer wirklich diese Kontrolle einmal abzugeben. Aber ich wusste, sie sind in den besten Händen. Das Hauptproblem habe ich immer noch. Ich glaube, da muss ich jetzt einfach mich in Akzeptanz üben. Aber es ist so schön, wieder da zu sein, auf diesem Land zu sein. Ich hatte gestern mal wieder Meet and Feed. Und ja, jetzt langsam fängt eigentlich wieder so der Alltag an. Wir haben wirklich 4 Wochen frei gehabt. Ich habe 4 Wochen fast nicht gearbeitet. Und jetzt fangen wieder meine Coachings an. Ich habe ganz viele Anfragen für Klienten, die auch hierher kommen wollen für ein Coaching. Und auch ganz viele Anfragen für Coachings durch mein Buch. Weniger ist mehr, das ja dieses Jahr im April erschienen ist. Und dass die Menschen wohl wirklich inspiriert, auch mal ihr Leben anzugucken. Und das ist natürlich das schönste Kompliment, das ich bekommen kann. Ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, in Portugal waren echt krasse Brände. Man konnte sie von hier aus nachts sehen. Und das habe ich nur von der Ferne mitbekommen, aber hat mich irgendwie auch total berührt, weil man auch dann im Nachgang gesehen hat, dass viele Menschen alles verloren haben. Zum Beispiel Almas ehemalige Kindergärtnerin hat in einer Nacht alles verloren. Viele Freunde wurden evakuiert und dachten, sie verlieren alles. Und wow, wenn ich das erzähle, kriege ich immer noch Gänsehaut, weil das einfach eine krasse Naturgewalt ist und Feuer. Und ich bin immer wieder überrascht, wie die Portugiesen es schaffen, dann
das so unter Kontrolle zu bekommen und dann einfach an einen Ort 1000 Feuerwehrmänner hin kann. Also es gibt eine App, Fogo heißt die, kann ich euch auch mal verlinken. Da sieht man immer, wo Feuer sind, wie viele Menschen da sind, wie viele Einsatzkräfte, Flugzeuge, und es ist echt verrückt, was das Land da für eine Manpower hat. Und ja, ich freue mich wieder hier zu sein. Die Auszeit tat richtig gut. Ich habe neue Inspirationen, wie ich meinen Alltag gestalten möchte, wie ich das Leben gestalten möchte. So ein Abstand ist echt mal gut, um auch zu sehen, was man hier wirklich liebt. Und ja, bin jetzt wieder am Start. Freue mich sehr, dass ihr auch wieder da seid. Und jetzt kommen auch wieder regelmäßige Videos. Tschüss!